Dann starten wir in unsere erste Pressekonferenz der Saison 2024-25. Darf alle anwesenden Gäste, die Medienvertreter hier in der Passau Blackhawks Partner Lounge recht herzlich begrüßen. Ein Dankeschön geht auch an unseren heutigen Caterer hier in der Blackhawks Partner Lounge, den Kupferpfandl aus Schering. Vielen Dank für die tolle Bewirtung. Dankeschön. Heute hier für uns das erste Spiel in der Eisarena in Passau, zu Gast der SC Rissersee. Endergebnis 3:1 vor 783 Zuschauern. Ich darf auch die beiden Trainer hier bei mir recht herzlich begrüßen. Hunar Marton, der Trainer SC Rissersee, herzlich willkommen. Und Blackhawks-Trainer Thomas Vogel. Birdie, herzlich willkommen zur PK. Wir starten mit den Fragen an unseren Gästetrainer in Englisch. Hunar, welcome to the post-match press conference. I think it was your first game here in Passau as coach. What is your analysis of today's game and your team's performance? Well, we started pretty slow and pretty much the whole game we were just playing whole hockey. And then that wasn't enough for today, so there is a lot of work to do. Okay, vielen Dank. Thomas. 3:1 haben wir gewonnen. Wie fällt deine Analyse zum heutigen Match aus? Ja, wir haben sehr gut angefangen. Erst Drittel haben wir wirklich einige Chancen auch gehabt und haben auch sehr gut gespielt. Man muss natürlich schon dazu sagen, dass Garmisch eine sehr, sehr starke erste Reihe hat. Sehr, sehr starke zwei Spieler, die du halt erstmal unter Kontrolle haben musst mit Sulik und Pelka. Die über 60 Minuten eigentlich im Schach zu halten, das ist natürlich das Hauptaugenmerk, wenn du gegen Garmisch spielst. Und das haben wir mit 4 Reihen gemacht. Ich habe nicht gematcht. Matchen heißt, dass eine Reihe gegen die andere Reihe spielt, sondern ich habe allen Spielern vertraut, selbst den jungen Wilden. Und das ist das, was uns heuer auszeichnet, dass wir, egal wer am Eis ist, weiß, was zu tun hat und egal gegen welche Reihe die spielen, die müssen fürs Team kämpfen, die müssen Schüsse blocken und das haben wir einfach hervorragend gemacht. Und wenn dann was durchkam, war ein überragender Marco Eisenhut im Tor. Heute haben wir einfach dieses Spiel als Team ich bin einfach happy. Haben wir als Team gewonnen, das Spiel heute. Dankeschön. Dann blicken wir voraus auf die kommenden Spiele. Wir spielen am Sonntag auswärts in Memmingen bei den Indians. Am Freitag dann sind wir zu Gast beim EV Füssen. Das nächste Heimspiel ist hier am Sonntag, 29. um 18 Uhr. Also bitte daran denken, die Eröffnungspolizeien haben sie um 30 Minuten nach vorne verlegt. Wir starten um 18 Uhr gegen die Lindau Islanders. Dann vergelt's Gott für die Unterstützung heute an allen Anwesenden. Danke auch an die beiden Trainer hier jetzt für ihr Statement. Thank you very much for your time, Hunar. Good luck in the next game. And have a safe journey home. Thank you very much. Thank you. Euch alle natürlich nur ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns spätestens am Sonntag nächste Woche wieder. Bleibt gesund, Servus und Wiederschauen. Danke. Ja, wir wechseln. Sehr, sehr.